In diesen Tagen finden Mitglieder des österreichischen Campingclubs wieder eine neue Ausgabe der Campingrevue in ihren Postkästen. Was darin an spannendem Lesestoff angeboten wird, das bespreche ich jetzt gleich via Skype mit Sabine Fuß vom österreichischen Campingclub. Hallo Sabine. Hallo Thomas. Du Sabine, super Heft wieder gemacht. Wir sprechen gleich die wichtigsten Themen durch. Das Titelthema, da geht es um Fitness. Für Camperinnen und Camper, wie halten sich Camperinnen und Camper im besten Fall fit? Ja, wir haben da eine Gesundheitsexpertin gefragt, wie man das am besten macht, speziell jetzt in der kalten Jahreszeit. Gibt es da doch einiges zu beachten, bevor man sich hinauswagt. Aber es ist ganz wichtig, draußen sich zu bewegen. Wir kennen ja alle diesen inneren Schweinehund, der uns nur zu gern in geheizten Räumen drinnen hätte. Aber sie erklärt uns ganz genau, wie wir dem trotzen können und dass das wirklich jetzt gerade in dieser Zeit enorm wichtig ist, was für die Abwehrkräfte zu tun. Ja, und vielleicht freut sich ja der innere Schweinehund dann, wenn man mit rausnimmt, oder? Ja, ganz bestimmt, ja, der braucht sich auch nicht allzu warm anziehen. Ja, danke. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Da geht es um die 3Gs. Das ist einerseits im Heft jetzt das Genießen der Gefahr und dem Getestet. Wenn wir mit dem Genießen beginnen, dann war in der Südsteiermark eine Region, die bekannt ist für vielerlei Genüsse der unterschiedlichsten Art. Welche Genüsse kommen denn bei euch im Beitrag vor? Also da gibt es vielerlei Genüsse, die ich dort erleben durfte in der Südsteiermark. Also einerseits die kulinarischen Genüsse, die man dort in den Buschenschanken erleben kann, aber auch wunderbare Aufenthalte in den Thermen, in den steirischen, die auch ein wahrlicher Genuss sind. Aber auch Bewegung kommt nicht zu kurz. Und da wiederum hat man traumhafte Ausblicke in den Weinbergen, die auch ein großer Genuss sind. Also ein Aufenthalt in der Steiermark ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ganz besonders natürlich im Herbst, wo auch Maroni und Sturm warten. Kommen wir zum nächsten G, nach dem Genuss der Gefahr. Wir wechseln ganz weit weg. Gefährlich kann es werden, wenn man gerade während der Winterzeit bei Schnee und Eis mit dem falschen Reifen unterwegs ist, auch als Karawanist. Ja, das stimmt. Also da gibt es wirklich einiges zu beachten, speziell wenn man mit dem Pkw und dem Wohnwagen im Winter unterwegs sein muss oder will, besser gesagt. Es ist nicht alles, was auch rechtlich erlaubt ist, wirklich zu empfehlen. Und da gibt der ÖMTC-Techniker einige Tipps, was da wirklich ganz dringend zu beachten ist und auf was man aufpassen muss, wenn man im Winter unterwegs sein möchte. Danke. Last not least in der Reihenfolge der Gs, das Getestet. Ihr traditionellerweise testet ihr immer Campingplätze. Welche sind denn diesmal dran und wie sind die Tests jetzt ausgegangen? Ja, da gibt es zwei Campingplätze, die wir vorstellen. Einerseits ganz oben im Norden, das Böhmerwald Camping Klaffer am Hochficht, wo man wunderbar Wintersport machen kann, wenn dann die Campingplätze wieder geöffnet sind. Und einerseits war ich ganz im Süden am Campingplatz der Bergtherme Bad Radkersburg, der ganz wunderbar gelegen ist, nur wenige Schritte von der Therme entfernt, wo man dann einen wunderbaren Thermenaufenthalt machen kann. Hört sich alles sehr schlüssig an. Wir sind jetzt am Jahresbeginn. Hättest du noch einen Tipp für Camperinnen und Camper gerade zum Beginn des Jahres? Ich habe einen ganz wichtigen Tipp für alle Camper, die vielleicht jetzt einmal was ausprobieren wollen, weil Camping ist ja immer noch ein großes Thema, auch heuer wieder. Vielleicht eine Mitgliedschaft beim österreichischen Campingclub gleich jetzt am Anfang des Jahres abzuschließen, weil viele beschäftigen sich jetzt mit der Reiseplanung und es gibt als Mitgliederleistung beim ÖCC das Reiseinfoset, wo Camper vom ÖCC ganz wichtige Informationen, tolle touristische Broschüren und Reisekarten für ihr Urlaubsland zugeschickt bekommen. Also wenn Mitglied werden, am besten dann jetzt gleich im Jänner, würde ich vorschlagen. Klingt alles sehr logisch. Die letzte Frage traditionell. Du sitzt schon im Caravan, deine nächste Reise, wo geht's hin? Gute Frage. Ich weiß es nicht, wo sie mich dann hinlassen. Also ich muss einmal abwarten, die allgemeine Lage, wie sich alles entwickelt. Ideen hätte ich genug. Ich möchte gern wieder mal ans Meer, aber mal schauen, vielleicht wird es auch wieder ein Österreich-Urlaub. Also alles ist noch offen. Ja, aber jetzt ist schon mal wichtig, dass man vielleicht das, was bald wieder möglich ist, schon beginnt zu planen. Sabine, in diesem Sinn alles Gute. Auch Ihnen bei der Planung der nächsten Reisenden, die kommen bestimmt.